Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Ich hole mir jetzt einen Bubble Tea. Den habe ich schon probiert. Erstens, den Laden habe ich schon probiert. Zweitens, den Bubble Tea habe ich schon probiert, aber ich habe dazu kein separates Video gemacht. Ich wollte nämlich eigentlich ein Video rausbringen, wo ich jeden Bubble Tea in München teste. Problem ist, zwei der Top-Läden machen erst nach dem Lockdown wieder auf. Und Lockdown wird jedes Mal verlängert. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das machen will. Dachte ich mir, okay, test mal den, weil der ist ein bisschen was, bisschen besonders und ich habe auch eine kleine Hintergrundgeschichte für den. Aber davor will ich noch ein paar Sachen erwähnen. Bitcoin steigt momentan krass. Der ist jetzt bei über 40k. Haben jetzt auch nach einem Finanzvideo-Update dies das gefragt. Bin ich mir aber nicht sicher, ob wir das machen wollen, weil erstens, wir gehen jetzt natürlich in die Food-Szene und wollen uns da etablieren, gleich dazu mehr. Zweitens ist das natürlich ein ernstes Thema und auch wenn es bei uns jetzt gut läuft, wir wollen die Leute nicht blenden, irgendwie locken oder so und irgendwie das leichter darstellen, als es eigentlich wirklich ist und das so auf die lockere Schulter nehmen. Haha, hihi, kauft einfach Bitcoin, das war's. Es ist auf jeden Fall ein ernstes Thema und jeder, der sich dafür interessiert, kann ja gerne in unsere Telegram-Gruppe kommen oder mal im Livestream vorbeischauen, wenn er da irgendwelche Fragen hat. Weil jetzt einfach so ein separates Finanzvideo werden wir dazu wahrscheinlich nicht machen. Im Vlog ist ein Großteil unseres Lebens jetzt momentan ein wichtiger Punkt. Deswegen wird es auch in den Vlogs hin und wieder mal erwähnt. Und momentan dreht sich halt unser Leben darum und dementsprechend natürlich dann auch die Vlogs. Aber so richtig separates Finanzvideo wird, glaube ich, so in der Form nicht kommen. Food-Richtung habe ich gerade erwähnt. Wir sind froh, uns geht es gut momentan, dass wir uns dafür entschieden haben. Und anscheinend bringt Capita Bra demnächst einen Eistee raus. Und die Firma, die das macht, hat sich bei uns gemeldet, hat mir eine E-Mail geschrieben, yo, hey, uns gefällt, was ihr da treibt, wollt ihr den testen? Wir schicken euch dann demnächst was zu, alle vier Sorten oder sowas. Alle Sorten, ich weiß nicht, ob es genau vier waren. Könnt ihr gerne testen und das ist auch ein kleiner Schritt nach vorne. Klar, wenn man ein klasse Influencer ist, kriegt man eigentlich auch Geld, um solche Testvideos zu machen. Aber für uns auf jeden Fall schon mal krass. Wir haben jetzt erst vor kurzem mit diesen ganzen Food-Sachen testen angefangen und ist auf jeden Fall so ein Moralboost, so ein Zeichen, dass man irgendwie irgendwas ja doch richtig macht, weil natürlich Themenwechsel, die ganze Negativität, Hate von den Pogo-Fanatikern kann man nicht abstreiten, das war natürlich da und ist nervig gewesen, aber ist schön auf jeden Fall zu sehen, dass das, was wir machen, doch irgendwo irgendwie ankommt und doch cool ist und das freut uns auf jeden Fall und die Jungs, dementsprechend 2021 ein guter Start. Ja, und jetzt besorge ich mir den Bubble Tea, den ich schon mal getestet habe. Mehr dazu dann gleich. Yo, was geht? Ich habe ihn mir geholt. Nettes Gespräch mit der Besitzerin gehabt. Hat sich herausgestellt, es ist eine Vietnamesin. Jetzt ist es schade, dass ihr die anderen Bubble Tea Videos nicht gesehen habt, oder beziehungsweise das Ganze. Weil hat sich herausgestellt, auf meiner Bubble Tea Tour durch München, dass sehr viele Vietnamesen sind. Wie bei Sushi, ich habe ja eine Menge Sushi probiert. Das waren auch eigentlich alles Vietnamesen. Sie meinte, ja, sie überlegt, die Fläche daneben noch zu verwenden und auch ein bisschen andere Sachen noch anzubieten. Es gibt noch sowas Vietnamesisches, nicht Bubble Tea, auch Tee ähnlich. Sie meinte, ja, vielleicht überlegt sie sich, das zu integrieren. Ist sich aber noch nicht sicher, wie das so ankommen wird. Weil es ist schon speziell, aber es ist trotzdem richtig lecker. Und dann hatte sie noch vor, Bing Bao und sowas anzubieten, also so kleine Snacks. Auf einmal hat sie angefangen mit mir zu quatschen und so, ja, was meinst du davon und so. Ja, ich habe ihr halt gesagt, ja, ich habe jeden Bubble Tea hier probiert und ich bin extra wegen dem hier nochmal gekommen. Ich denke, es hat Potenzial und solange es Social Media gut läuft, Instagram, die Leute das sehen und gehypt, der Hype. Man muss immer den Hype aufbauen. Wenn der Hype stimmt, dann passt alles. Dementsprechend versuche ich hier das zu hypen. Ich kann es nicht wirklich hypen, weil es nicht ganz so ist, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Kennt ihr How I Met Your Mother? Bestimmt. Da gibt es ja die eine Folge, wo die nach diesem einen speziellen Burger suchen. Die finden krasse Burgerläden, aber nicht den sie in Erinnerung hatten. So geht es mir mit Bubble Tea. Ich hatte damals, wo der Bubble Tea Hype angefangen hat, da habe ich in Wien studiert und da hatte ich einen besonderen Bubble Tea. Das war am Westbahnhof, das hieß Snow Powder. Das war nicht ein Bubble Tea, der so hieß, sondern das ist eine Version, eine Variante, wie zum Beispiel hier, was weiß ich, Milk Tea, Tago Milk Tea und sowas. Da konntest du alles, jede Sorte eigentlich als Snow Powder Version nehmen. Und da war mein Liebling, ich glaube Honeydew oder Melon mit Snow Powder. Und seitdem habe ich überall danach gesucht.
aber nie gefunden. Dann habe ich das hier zufällig entdeckt und es ist ähnlich. Also anscheinend, also ich habe sogar, oh mein Gott, ich habe sogar dem Typen, das war jetzt November oder so, Dezember 2020, habe ich sogar die alte Facebook-Seite von diesem Bubble Tea Laden am Westbahnhof in Wien gefunden und dann habe ich den auch noch angeschrieben, E-Mail-Adresse, aber wahrscheinlich nicht mehr aktiv und auf die Facebook-Fanseite. Ich habe geschrieben, ey, ich suche seit 10 Jahren diesen irgendwas, was so ähnlich ist wie dein Bubble Tea Snow Powder. Wo kann ich das finden? Was war das für eine Geheimzutat? Bitte verrat es mir. Aber leider nicht mehr aktiv wahrscheinlich, leider nicht mehr gefunden. Aber wie gesagt, ich habe was Ähnliches gefunden. Schmeckt gut. Vielleicht ist meine Erinnerung einfach nur anders und man erinnert sich an Sachen anders und denkt sich, boah, es ist krasser gewesen, als es tatsächlich gewesen ist. Weil das ist sehr, sehr ähnlich. Kiwi-Bo was. Sehr, sehr ähnlich, lecker. Müsst ihr probieren. Also die nennen es einfach nur Joghurt. Joghurt, Snow Powder, könnte schon dasselbe sein. Ich kann es nicht beschreiben so. Man muss es einfach mal probiert haben. Ich bin endlich so schlechte Tester. Man muss es mal probiert haben. Es ist nicht einfach Joghurt, also es ist nicht einfach nur Trinkjoghurt. Und ja, das kommt dem am nächsten, was ich jetzt fast 10 Jahre gesucht habe. Das ist es. Saftige Bubas. Erfrischend habe ich auf jeden Fall heute gebraucht. Das war's von mir, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Bubble Tea feiert. Checkt die Streams ab. Ich denke, Sonntag sind wir am Start mit einem kleinen Kochstream. Tati ist wieder fit. Da probieren wir auch den schärfsten Chip der Welt. Schaut gerne vorbei. Wie gesagt, vor allem, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Bitcoin, Finanzen, Bargeschiss am Start. Ab und zu kann ich vielleicht auch was beantworten. Ansonsten genießt euer Leben. Schönen Tag noch. Das war's von mir. Ciao. Serious Business.